öfter einfach auf Twitch sehen könnten, mein Gesicht. Nee. Vor allem, ja, Digga, da hast du, ja, ich leider gerade verkackt. Stimmt doch mal gerne ab, Leute. Stimmt doch mal gerne einfach mal ab. Würde mich einfach mal interessieren. Also es ist auf jeden Fall der Samstagabend, wo ich hier sehe, der ist extrem stark. Und der Freitag. Danach der Donnerstag. Ich will mir nicht das komplette Wochenende zerficken. Ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, Dienstag, Donnerstag und vielleicht den Samstagabend. Den Samstagabend dann aber auch, wie gesagt, nur 2 Stunden maximal oder sowas zu machen. Also gar nicht allzu lang. Damit ich auch noch was von meinem Wochenende habe, Leute. Das wäre natürlich auch ganz nice. Soll auch kein 100% fixes Datum sein. Geht auch nur darum, dass wir mal irgendwie so ungefähr einrahmen können, wann was stattfinden sollte, beziehungsweise wann was stattfinden kann. Wie gesagt, stimmt da gerne mal ab, Leute. Also ich sehe auf jeden Fall Samstag, Freitag und Donnerstag sind auf jeden Fall so die Tage, wo am meisten Zeit ist bei euch. Das ist auf jeden Fall stark, das ist auf jeden Fall stark. Das freut mich. Wie gesagt, also ich habe einfach Bock, Leute. Ich muss ehrlich sagen, ja, ihr fühlt das doch genauso wie ich. Ja, nach 3 Jahren Minecraft, da ist der Wurm doch irgendwann mal raus. So, dann hat man das doch lang genug gemacht, meine ich jetzt einfach mal mir rausnehmen dürfen zu sagen. Es heißt nicht, dass ich jetzt aufhöre oder das nie wieder mache in meinem Leben. Um Gottes Willen, ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare. Revi quit in Minecraft, Pipapo. Nein, 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 nein. Es geht mir nur darum, Leute, dass ich ein bisschen Diversity hier reinbringen möchte und ein bisschen halt die Möglichkeit haben will, verschiedene Sachen, verschiedene Formate hier auszuprobieren. Und das kann ich momentan nicht so machen, wie ich es gerne möchte. Und ich habe lange mit mir hin und her gehadert und sage es mal ganz spontan, das sind so die Tage, die ich da anpeile. Leute, sagt mir mal bitte, was ihr davon haltet. Sagt mir einfach offen im Chat, ob ihr das eine Scheiß für die findet und sagt, so dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten, mach bitte weiter Minecraft und Fortnite und halt die Fresse, ich will nichts anderes von dir sehen. Könnt ihr mir offen jetzt sagen, Leute. Ich bin da sehr offen für mögliche Kritik, slash, ja, für mögliche Kritik, slash, keine Ahnung, für Vorschläge, konstruktive bitte aber nur, ja. Also ich will jetzt hier kein Müll hören. Ne, einfach mal ganz kurz, dass wir wirklich alle mitchatten können, Leute. So, an der Stelle dann, wie gesagt, alle mal hier reinchatten an der Stelle. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle mal eine Antwort geben würdet. Fresse halt und Fortnite und Minecraft, Digga. 17 Uhr ist zu früh, sagt ihr. Okay, also das Ding ist halt, Leute, das Ding ist halt, Abwechslung ist immer gut. Mach mehr Fortnite, egal, gute Idee. Leute, ihr seid echt schwierige Community, was das angeht. Ich möchte eine Meinung von euch haben, Alter. Masterbuilders wollt ihr auf jeden Fall sehen. Okay, Leute. Ihr wollt also Masterbuilders wieder sehen, sehe ich. Okay. Hätte ich tatsächlich Bock drauf? Da kann man auf jeden Fall auch nochmal ein paar Formate mit entwickeln. Masterbuilders ist auf jeden Fall eine Sache. Da freue ich mich drauf. Kein Fortnite mehr. Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, Bro, tut mir leid. Auch wenn viele Leute aus der Community hier vielleicht Fortnite nicht so sehr fühlen und feiern. Mir macht es eine Menge Spaß. Und ich würde das schon gerne weiterführen, Leute. Ich möchte nicht komplett mit etwas aufhören, wo ich noch Spaß dran habe. So, das ist ja... Ich meine, es ist immer noch mein Twitch-Kanal. Ich will mich ja nicht komplett nach euch richten. Ich möchte ja immer Sachen machen, die ich selber fühle, auf die ich Bock habe. Castle Rush mit Unge. Mach das, was du machen willst. Okay, also ihr seid damit d'accord. So fühle ich das hier gerade. Ihr seid damit cool, wenn ich sowas mal ausprobiere. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Da freue ich mich schon mal drüber, Leute, weil das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig, dass wir gemeinsam hier was erarbeiten, wo wir alle dran Spaß haben, wisst ihr? Und ich möchte vor allem meine Streaming-Community wieder ein bisschen diversen. Ich habe halt nicht nur Bock, hier Leute zu haben, die nur Gaming genießen, sondern auch einfach mal Leute, die... Ey, ihr glaubt gar nicht, wie oft mich Menschen ansprechen, außerhalb im echten Leben, das passiert, dass mich Menschen im echten Leben ansprechen, dass ich mal rausgehe, das passiert tatsächlich, die sagen, yo, Bruder, guck mal... Ich finde ja, was du auf YouTube machst, ganz cool, aber deine Streams schaue ich nicht. Ich gucke eigentlich auch nur deine Instagram- oder deine Real-Life-Videos, weil ich finde dich als Mensch cool, aber dein Gaming-Content interessiert mich nicht. Und ich finde, dass das mich auch sehr einschränkt, das ist halt eine Facette, die ich den Leuten nicht zeigen kann. Geht es da gar nicht um Zuschauer- oder Gewinnmaximierung oder so ein Kram, das lassen wir jetzt alles mal außen vor. Mir persönlich geht es halt einfach darum, dass ich einfach Bock habe, ein paar neue Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, dass man halt durch diesen ganzen... Non-Gaming-Shit und vielleicht ein bisschen IRL-Stuff einfach mal, extrem viel Abwechslung in so einen Upload oder in so einen Streaming-Plan reinbringt. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt so eine Sache, die ich jetzt einfach mal gerne tun wollen würde, wisst ihr? Würde ich jetzt einfach mal gerne angehen. Und ich glaube, ihr seid damit offen und ihr habt darauf Bock. Wie gesagt, also ich fühle mich manchmal ein bisschen so, Leute, versteht mich nicht falsch, ich fühle mich manchmal so ein bisschen schuldig, weil ich, hier halt eine Menge Leute habe, die bezahlte Subs bei mir sind und so weiter und so fort. Und ich denke mir dann so, ey, ganz ehrlich, Bro, du bietest den Leuten dafür viel zu wenig. Du bietest den Leuten viel zu wenig. Du müsstest eigentlich hingehen und deutlich mehr Variety-Streaming machen. Also halt wirklich deutlich mehr anbieten können, Digga. Wisst ihr, was ich meine? Also ihr bezahlt alle für die Subs, ihr seid regelmäßig am Start. Und manchmal komme ich mir so eingeschränkt mit meinem Streaming-Programm vor, dass ich denke, ey,
Irgendwie ist das nicht so cool. Kannst du mal wieder Vlogs machen? Auch geplant, Leute, auch geplant. Auch richtig geplant. Auch eine Menge Bock drauf. Verschiedenste Leute in Köln muss ich mal besuchen. Ich muss mal zu Easy in die Box, ich muss mal zu Freddy fahren und sowas. Es gibt auf jeden Fall jetzt für dieses Jahr contentmäßig auf jeden Fall nochmal eine Menge Plan. Leute, ihr kennt mich. Ich bin nicht der Typ, der den ganzen Tag Fortnite spielt, den ganzen Tag Minecraft macht. So bin ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte auch andere verschiedene Games bringen auf meinem Kanal und sowas. Und ich weiß, dass ihr damit cool seid. Und wenn ihr das im Streaming genauso unterstützt wie am YouTube-Kanal, dann sehe ich damit gar kein Problem und freue mich auf jeden Fall. Was mit deiner Mutterwitze? Ja, jetzt hört's aber auf, Digga, weißt du? Du kannst auch nicht alle Formate ausbuddeln, die ich jemals gemacht habe in meinem Leben. Also irgendwo reicht's. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, Leute. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Es braucht mehr Abwechslung, es braucht mehr Abwechslung, es braucht auch ein bisschen mehr, ne? Bisschen mehr von meinem Gesicht. Nicht nur mich beim Spielen, sondern ich finde mein Gesicht auch extrem schön und würde mich freuen, wenn wir das ein bisschen öfter einfach auf Twitch sehen könnten, mein Gesicht. Sehr gut. Nur, dass ihr es wisst, ne? Ich finde mein Gesicht schön, also... Ich mag mein Gesicht. So. Ich bin halt nicht der Typ, Leute. Das müsst ihr auch nachvollziehen. Ich bin nicht der Typ, der hingeht und all day, every day streamt. So, dafür habe ich gar nicht die Zeit. Ich habe so viele andere Projekte, Leute. Ich kann nicht den ganzen Tag so wie Gamers Time online sein. Und ich kann mir auch nicht den ganzen Tag rauslassen, zu reacten oder Videos zu drehen. Das funktioniert nicht, Leute. Aber ich versuche mein Bestes. Ich versuche mein Bestes und ich möchte das auf jeden Fall ändern. Und ich, das ist das Traurige, wisst ihr? Ich kündige sowas Großes in einem 1-Stunden-Stream heute an, Leute. In einem 1-Stunden-Stream, wisst ihr, was ich meine? So, ich sag so, oh, muss gleich wieder los, Bruder. Hab jetzt hier nur eine Stunde gestreamt. Ich möchte auf jeden Fall, dass da mehr von meiner Seite kommt. Und ich hoffe mal, ihr könnt das fühlen. Ich hoffe mal, ihr könnt das nachvollziehen, okay? So, lern bei Rob kochen, dann bring es Palle bei. Kochstream ist so eine Sache, Leute, wo ich extrem Bock drauf habe. Das werde ich wahrscheinlich mit Sturmwaffe vielleicht sogar gemeinsam machen, weil der netterweise eine ganz gute Küche bei sich im Office hat, die sich ganz gut dafür eignet. Ich habe leider hier oben bei mir im Büro eine kleine Teeküche, aber da kann man nicht drin kochen, Leute. Und bei mir zu Hause will ich das auch nicht machen, aber da will ich auch mal mit Freddy drüber sprechen, dass ich darauf halt Bock habe. Nehme ich meinen Laptop mit, machen wir mal einen Kochstream, Alter. Wisst ihr, Leute? Es gibt so viele Sachen, die ich einfach in meiner ganzen gottverdammten YouTube-Laufbahn noch nicht wirklich probiert habe, die mir so ein bisschen fehlen. Und ich möchte mich da nicht jetzt neu erfinden oder sowas, aber halt gerade für Streaming und den neuen zweiten Kanal quasi, den ich jetzt gleich auch mal mit euch teile, entspannt euch im Chat, meine Freunde, ja. Das sind alles Sachen, die ich unbedingt, wie gesagt, machen möchte. Und ich finde es cool, dass ihr da so supportive seid und darauf auch Bock habt. Das freut mich extrem. Was eigentlich mit dem UFO passiert? Lebt es noch? Also Leute, wir zahlen nur Miete? Ja, so viel zum UFO. Ja, ne? Also wie gesagt, Leute, ich möchte hier gar nicht nur, tatsächlich, ich möchte hier gar nicht nur, nur verschiedenste Gaming-Geschichten jetzt von euch vorgeschlagen haben. Zum Beispiel hätte ich auch mal Bock auf einen ganz simplen Q&A-Stream. Ich glaube, sowas haben wir noch nie gemacht. Einfach mal einen Q&A-Stream, wo ich Fragen von euch beantworte. Wisst ihr, was ich meine? Wo ihr mich einfach mal alles fragen könnt. Fände ich geil. Mach mit Monta ein Video. Ja, gerne, Leute. Gerne. Auch auf jeden Fall eine Sache, mit dem ich gerne nochmal zusammen hasseln möchte. Auf jeden Fall. Wie gesagt, also es gibt sehr viele Sachen, die ich einfach machen möchte. Und ich finde es sehr schön, dass ihr da so unterstützend seid. 2 bis 3 Wochen sollten hier auch die restlichen Kameras angebracht werden. Dann können wir zum Beispiel mal Nintendo Switch Stream oder sowas machen. Oder ein PlayStation Stream, also wirklich Konsole only oder sowas. Oder ich mache mal so einen Sonderstream, ein Trottel versucht PlayStation Fortnite. Sowas, wisst ihr, was ich meine, Leute? Also einfach mal Sachen ausprobieren. Einfach mal sich ein bisschen hier austoben, kreativ. Wisst ihr, kreativ gesehen, YouTube und Twitch sind riesige Spielplätze. Und es ist so, als würden wir immer mit dem gleichen Spielzeug spielen. Und irgendwann wird das langweilig. Also ist es halt an der Zeit, mal was anderes anzupacken. Vielleicht mal Lego gegen, keine Ahnung, ein Puzzle zu tauschen, wenn ihr versteht, diese Metapher. Das möchte ich gerne machen. Und ich denke mal, ihr fühlt das auch. Und ich denke mal, ihr versteht das. Und ich finde das schön. So. Minecraft auf der PS4, Alter. Uff. Minecraft auf der PlayStation. Ja, moin, Digga. Der Typ, der das verbrochen hat, der sollte auf jeden Fall weggesperrt werden. Ultratalent live, Digga. Ja, moin, Digga. Warum nicht? Spiel wieder mit Alphastein. Ja gut, Leute, jetzt geht ihr aber zu weit. Also, dass ich jetzt mit Alphastein spielen werde, das, ne? Da jetzt auch an der Stelle mal. Jetzt reicht's auch, ne? Also, Junge, Minecraft hat sich echt geändert, wa? Junge. Dead aim, bro. Dead aim. Mhm. Don't you dare fuck with me, huh? So.
So. So, hier. Zack. Geile Zeit. So, dann machen wir hier noch einmal den hier. Machen hier noch einmal den hier. Machen den oben drauf. Zu Balladen setzen. Den da kontrastmäßig. Tun wir dann anders oben drauf setzen. Wenn ich du wäre, Stream. Könnten wir auch mal machen. Es gibt so viele Sachen, Leute, die ich noch nicht gemacht habe, Alter. Keine Ahnung. Ich hätte auch. Ich weiß nicht, ist das erlaubt, einen Tinder-Stream zu machen? Nein, Joke, Leute. Aber ich habe mir jetzt tatsächlich einen Tinder-Account gemacht. Muss ich jetzt mal ehrlich erzählen. Jetzt schreibt nicht alle Jody an, sie weiß das. Denn Kelly übernimmt das mal für ein paar Tage meinen Kinder-Account. Ich bin mal gespannt, was da so bei rumkommt, Leute. Ob ich überhaupt Matches bekomme mit meiner hässlichen Visage. So, das ist ja auch so eine Frage. Wird man überhaupt von irgendeinem gematcht, Alter, wenn man so aussieht? Ja, wobei, ich bin schon extrem hübsch, das kann man nicht anders sagen, Leute. Auch extrem sympathisch. Für diesen... Oh! Nein! Kollege, das war knapp. Stark, Alter. Moin. Sehr gut. Mach bitte was mit Dena. Können wir auch machen von mir, Leute. Jetzt werdet ihr echt hier dreist, Alter, dass ihr von mir verlangt, dass ich was mit Dena mache. Aber wenn es sein muss, dann mache ich sogar was mit Dena. Dann zum Podcast-Stream. Ich habe Folgendes vor. Ich möchte gerne so Leute wie Tanzverbot, Katja Krasavic, Montana Black, KuchenTV, so ein paar interessante Menschen, hey Aaron oder sowas, würde ich am liebsten hier direkt, weißt ihr, hier direkt so, direkt neben meinem wunderschönen Gesicht quasi haben, Leute, und mit denen mal ein bisschen quatschen, ja, über verschiedenste Themen, über das gute alte Thema Realness, wie real sind wir eigentlich alle, pipapo, das sind so Sachen, die ich gerne mal machen würde. Warum baue ich, soll ich hier einen Pool hinbauen, Alter? Eigentlich wäre das geil, wenn ich hier einen Pool hinbaue, von da oben reinspringen, oder? Machen wir es, Leute, komm, wir bauen jetzt einen Pool hin, ich habe Bock, einen Pool zu bauen. Das wäre so eine Sache, die ich unglaublich gerne mal tun würde. Halt einfach mal so kontroverse oder schwierige oder solche Charaktere einfach mal einladen zu einem Podcast und sich dann wirklich gar nicht auf diese lustige ich bin Revi, ich bin Minecraft-Spacken, der die ganze Zeit lustige Sachen in Minecraft baut. Nee, sondern tatsächlich mal auf eine ernsthafte Art und Weise auseinanderzusetzen. Wisst ihr, was ich meine? So nicht jetzt so journalistisch, irgendwie auf einer ganz hohen Ebene, so jetzt nicht, aber halt einfach mit den Leuten mal ein bisschen talken. Fändet ihr sowas interessant, meine Freunde? So, wisst ihr, dass ich mal versuche, alle zwei Wochen mal einen Gast vor Ort zu haben und ansonsten auch gerne mal im Teamspeak, wisst ihr? Fände ich interessant. Sagt mir, meine Freunde, wie findet ihr alle diese Ideen? Wie findet ihr das?